Hi, willkommen auf unserem Kanal. Ich möchte euch heute vorstellen, wie ich meinen D-Rig binde und auch welche Materialien ich dafür verwende, gerade wenn ich weiter Distanzen werfen muss und einen Bodenköder fischen tun. Als Haken verwende ich unseren Oily Hook in der Größe 4. Als Vorfachmaterial verwende ich unsere Supersoft Fluorcarbon in der Stärke 40 mm. Dazu benötige ich noch einen Anti-Tangle Rig Sleeve und noch einen Sliding Rig Spike. Ja Leute, zuallererst ziehe ich ca. 40 cm von meiner Fluorcarbon herunter, nehme mir dann einen Boilie Hook, gehe zuerst von vorne durch das Hakenöhr hindurch, was hier ca. 3 cm überstehen. Gehe dann 5-6 Mal um den Hakenschenkel herum, gehe mit meinem Vorfachmaterial von hinten durch das Hakenöhr hindurch, dann nehme ich mir einen Sliding Rig Spike, diesen fädle ich dann auf das überstehende Material, was ich unten am Haken stehen lassen habe, drauf. Gehe dann mit dem Ende des überstehenden Materials von hinten durch das Hakenöhr hindurch und schaue, dass es ungefähr einen halben Zentimeter übersteht und ein schönes D bildet. Das überstehende Material schneide ich wieder weg, nehme mir dann ein Feuerzeug und tue vorsichtig das überstehende Material anflammen, sodass dieses nicht mehr durch das Hakenöhr hinausrutschen kann. Dann nehme ich mir einen Anti-Tangle Rig Sleeve, diesen fädle ich oben das Ende vom Vorfachmaterial drauf. Und binde mir darauf dann eine Achterschlaufe. Das Ganze tue ich dann wieder mit meinem Knot-Checker straffen und das überstehende Material schneide ich wieder weg. Dann nehme ich mir einen Candy Wafter Pillow, und drehe diesen auf meinen Sliding Rig Spike drauf. Ja Leute, das war das Video, wie ich meinen D-Rig binde, gerade wenn ich auf weite Distanzen werfen muss und einen Bodenköder verwenden tue. So sieht das Ganze nochmal aus und so verhält sich auch das Ganze unter Wasser. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da, um das nächste Video auf gar keinen Fall zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.